Willkommen bei Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es den zweiten Teil von Beziehung oder Gehorsam. Wir nähern uns dem Thema Beziehung noch etwas mehr an, als wir es schon im ersten Teil getan haben. Im dritten und letzten Teil reden wir dann über den Gehorsam Gott gegenüber. Freu dich also jetzt schon, dass es spannend weitergeht mit diesem Thema. Erzähl doch mal, wie geht es dir nach der letzten Folge? Konntest du etwas für dich mitnehmen? Hast du vielleicht sogar hier und da dich selbst wiedererkannt? Ich freue mich wie immer über jeden Kommentar auf Instagram oder über das Kontaktformular meiner Homepage www.anjabielenberg.de. Aber jetzt lass uns nicht mehr lange schnacken, sondern direkt mit der Folge starten. Wer kennt sie nicht, die Christen, die mega gehorsam gegenüber Gott sind? Sie können anscheinend alles und sind so begabt und fleißig. Immer wenn man in das Gemeindezentrum fährt, sind sie schon da und wuseln munter umher. Sie sind zu allen freundlich und jeder mag sie. Aber trotzdem scheint etwas zu fehlen. Ihr Leben wirkt irgendwie leer und unerfüllt. Ja, sogar ein wenig verbittert. Soll das jetzt heißen, dass Dienste in der Gemeinde falsch sind und Gott nur nach einer Beziehung mit uns sucht? Schauen wir uns einmal eine liebe Freundin von Jesus an und lernen von ihr. Lukas 10, Abvers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu den Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: »Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll.« Wie oft tun wir unsere Dienste in der Familie oder der Gemeinde, auf der Arbeit oder ganz persönlich für Menschen und fühlen uns überfordert, ausgepowert und kraftlos? Woran liegt das? Die Arbeit muss ja schließlich getan werden und Gott erwartet doch auch, dass wir fleißig sind, oder? Und was machen wir? Wenn wir überhaupt mit Gott sprechen würden, dann beschweren wir uns in aller Eile für die viele Arbeit, um die Arbeit fortzuführen, anstatt auf Gottes Kraft zu warten. Und das halten wir dann auch noch für wahre Demut. Alles für den Herrn. Und was denkt Gott darüber? Lesen wir einmal weiter. Doch der Herr antwortete ihr: »Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe.« Aha, hier lesen wir also, dass Jesus ihren Fleiß und ihren Eifer sieht. Er sieht, wie sehr sie sich abmüht. Er sieht, dass es alles Tätigkeiten sind, die für die Bewirtung notwendig sind. Aber er findet auch, dass es Momente gibt, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Daher sagt er zu ihr: »Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen.« Wow! Was denkst du, welche der beiden Frauen eine Erinnerung mit Ewigkeitswert gemacht hat? Ja klar, das ist natürlich Maria. Denn diese begegnet Jesus. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Selbst wenn der Teufel es ihr einreden will, diese Begegnung steht in dem Buch des Lebens und wird niemals ausradiert. Maria hatte es also verstanden. Sie wusste, dass es Jesus um ihr Herz geht und nicht um ihre Leistung. Er will Beziehung zu uns. Mega.
Da kann ja jetzt ja nichts mehr schiefgehen. Sie weiß, was Jesus ihr bedeutet und ihr Vertrauen zu ihm ist groß. Aber Martha, wie geht es mit ihr weiter? Hat die liebevolle Korrektur von Jesus etwas an ihren Werten und Ansichten geändert? Ist Jesus für sie wichtiger geworden? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jesus wurde von den beiden Schwestern Maria und Martha gerufen, weil ihr Bruder Lazarus im Sterben lag. Aber Jesus kommt zu spät. Bereits auf dem Weg dorthin erhält er die Nachricht, dass sein lieber Freund gestorben ist. Johannes 11, Abvers 14. Wundere dich nicht, falls du mit deiner Bibel mitliest. Ich überspringe ein paar Verse, um mich auf meine eigentliche Aussage zu beschränken. Deshalb sagte Jesus ihnen, seinen Jüngern, ganz offen: Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Wir können hier sehr schön sehen, dass sich bei Martha etwas verändert hat. Anstatt sich um die Trauergesellschaft zu kümmern, was die alte Martha sicherlich getan hätte, läuft sie aktiv zu Jesus. Vielleicht weiß sie selbst nicht, was sie von Jesus erwartet oder wie groß ihr Vertrauen in den Messias ist. Aber durch ihre Handlung trat sie aus der Passivität heraus und hinein in die Gegenwart Gottes, die ja bekanntlich alles verändern kann. Das ist gelebter Glaube und hat nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Beziehung. Ja, sie sagt sogar, dass sie großen Glauben an seine Heilungskraft hat. Wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Lesen wir, wie es weitergeht. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Auch hier lesen wir, dass sie ihre Hoffnung auf Jesus setzt. Allerdings denkt sie dabei an die Zukunft und glaubt nicht, dass Jesus schon jetzt das Ruder noch einmal rumreißen könnte. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt scheint es bei Maria vom Kopf ins Herz gerutscht zu sein. Sie spricht es vielleicht zum ersten Mal bewusst aus. Jesus ist der Messias und sie vertraut ihm. Es gibt da aber auch noch ihre jüdische Prägung, die bei ihr in allen Gedanken mitschwingt. Es sind Gedanken der Leistung, die ganz tief in ihr verwurzelt sind. Ja, sogar religiöse Leistungen. Das lange Warten auf den Messias hatte all ihre Hoffnung in die Zukunft verlegt. Nun anzunehmen, dass es bereits jetzt passiert, fällt ihr einfach schwer. Dennoch lief Martha zu ihrer Schwester. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu: Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Ja, das ist die Maria, die wir kennengelernt haben, als sie zu Jesu Füßen saß. Eine Frau, die mit ihrem Freund und Herrn in einer Beziehung steht, die voller Freude und voller Vertrauen ist. Sie läuft ihm entgegen und erwartet Großartiges. Sie weiß bestimmt, dass Jesus heute noch ein Wunder tun kann oder will. Oder nicht? Lesen wir, wie es weitergeht. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus sie erwartete,
Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief: Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. What? Was ist denn jetzt passiert? Was ist aus der Maria geworden, der es wichtiger war, Jesus zuzuhören und ihm in die Augen zu schauen? Hatte sie nicht zuvor gezeigt, dass sie Jesus völlig vertraut? Und nun in ihrem unfassbar tiefen Schmerz, in dieser Trauer, klagt sie Jesus an. Was ist passiert? Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Jesus war erschüttert? Warum? Vielleicht hatte er gehofft, dass Maria ihr Vertrauen in seine himmlischen Fähigkeiten setzt. Was mag er gedacht haben? Vielleicht, dass Maria und die Gäste schon im Voraus die Auferstehung von Lazarus feiern, statt in Trauer zu versinken? Vielleicht war es so. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Sie antworteten: Komm, Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten: Ein Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da auch nicht verhindern können, dass Lazarus starb? Oh, was sind denn das für kritische Aussagen und Gedanken? Woher kommt diese Bitterkeit? Kann es sein, dass diese Menschen Jesus noch gar nicht richtig kannten? Jesus war eng mit Lazarus und seiner Familie befreundet. Wir können also davon ausgehen, dass die Menschen, die zur Trauergemeinschaft gekommen sind, zumindest von ihm und seinen Wundertaten gehört haben. Eventuell haben sie sie sogar live mitbekommen. Von diesen Worten war Jesus tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Schaff den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte: O Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Jep, das könnte bei uns auch passieren, wenn der Stein, den wir vor unsere Sünde oder Verletzung gerollt haben, vom Heiligen Geist weggerollt wird und das Licht Gottes hineinkommt, um Leben zu bringen. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst? Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete: Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Kann es sein, dass es auch bei uns noch etwas an Schönheit zu entdecken gibt und es an der Zeit ist, Jesus unsere Masken zu übergeben? Im nächsten Kapitel gibt es nochmal eine Bewirtungssituation, so wie wir sie zu Beginn gelesen haben. Johannes 12, Abvers 1. 6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Dann nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Auch hier ist es wieder Maria, die zu den Füßen von Jesus sitzt. Sie zeigt ungeniert ihre Anbetung, ihre Hingabe und Liebe zu ihrem Herrn und König.
Es ist dir egal, was andere zu dieser Salbung oder, wie sie es sogar nennen, zu dieser Verschwendung sagen. Sie schaut nur auf Jesus und auf all das, was sie schon zuvor in ihrem Herzen hatte, wurde jetzt gefestigt. Aber auch Martha zeigt in dieser Geschichte, wie sehr sie Jesus vertraut, obwohl sie nach wie vor sehr fleißig ist. Beide Frauen haben unterschiedliche Begabungen und Berufungen. Aber wie wir alle, sind auch sie für eine vertraute Liebesbeziehung geschaffen. Natürlich muss man hier das Wort Liebesbeziehung nicht auf körperlicher, sondern auf rein Herzens- und Geistesebene betrachten. Gott sehnt sich danach, in Vertrautheit mit uns zusammen zu sein. Ein blinder Gehorsam war nie in seiner Absicht. Bereits Mose begegnete Gott auf dem Berg Sinai voller Vertrauen und Hingabe. Er wollte nicht nur ein Volk leiten und im Gehorsam zu Gott sein, er sehnte sich nach einer Begegnung mit Gott. Und Gott, der ebenfalls an dieser Beziehung interessiert war, fand eine Lösung. 2. Mose 33, Abvers 18. Mose bat: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte: Ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Erinnerst du dich, dass ich im ersten Teil dieser Serie gesagt habe, dass wir einen Schutzschild brauchen und dass Jesus zu diesem wurde? Genau das wurde hier gerade beschrieben. Lesen wir, welche Lösung Gott im Alten Testament für Mose gefunden hat. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann mit meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Wow! Mose durfte den lebendigen Gott mit eigenen Augen sehen und mit seinen eigenen Ohren hören, weil Gott der Vater an einer persönlichen Beziehung interessiert ist. 2. Mose 34, Abvers 29. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst merkte nichts davon. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Doch Mose rief sie zu sich. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Darauf teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte. Und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit dem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Wenn wir uns nach Gott ausstrecken und ihm begegnen, werden andere es immer sehen können. Martha, Maria und Mose waren gottesfürchtige Menschen, treu und ihrem Volk hingegeben. Aber sie entdeckten, dass es mehr gibt als Gehorsam. Allein das Einhalten der Gebote führte sie nicht in die Freiheit, die Jesus für sie bereithielt. Das Gleiche gilt auch heute noch für uns. Allein das Bibellesen, der Gottesdienst, das Gebet oder der Dienst am Menschen führen nicht in eine Beziehung mit Gott.
Was tust du, wenn du eine Person neu kennenlernst und du dir gut vorstellen könntest, mit ihr eine Freundschaft zu haben? Vielleicht schickst du ihr jeden Tag rote Rosen. Ah, das ist durchaus eine nette Geste, aber mehr auch nicht. Wenn es dabei bleibt, wird sich niemals eine Freundschaft entwickeln können. Das, was erforderlich ist, ist gemeinsam verbrachte Zeit, gegenseitiges Zuhören und ein echtes Interesse an der anderen Person. Häufig verbringen wir Zeit mit Gott, indem wir ihm unser Leid klagen, das auch völlig in Ordnung ist und von Gott gewollt. Aber Tag für Tag kommen wir zum Vater, aber interessieren wir uns auch dafür, was er uns zu sagen hat? Wir warten häufig doch gar nicht auf eine Antwort oder auf eine Lösung vom Thron. Wir sind alle ja so beschäftigt mit unseren Aufgaben und manche von uns fragen sogar lieber andere Menschen oder Google, bevor sie Gott befragen. Kann so eine Beziehung Vertrauen aufbauen? Nein, das kann sie nicht und das ist uns auch allen klar, oder? Ich ermutige uns alle, dass wir mehr nach Gott suchen. Mit Hilfe einer Wortkonkordanz, einer digitalen Suchmaschine oder Bibel-App können wir ganz gezielt nach Jesus, dem Vater und dem Heiligen Geist suchen. Aber auch das Trainieren der inneren Ohren und Augen helfen dabei, ihn besser kennenzulernen. Lasst es uns bewusst machen, dass der Heilige Geist immer da ist, egal was wir gerade machen. Als Christen brauchen wir die gemeinsame Zeit mit unserem Herrn und König. Lasst uns beten. Lieber Heiliger Geist, ich bete, dass wir dich besser kennenlernen dürfen. Du kennst unsere Herzen und du kennst unsere Anliegen. Du kennst auch unsere Ängste und Gründe, warum wir uns nicht so tief in deine Hände fallen lassen können. Bitte hilf uns, Altes loszulassen und uns auf ein Leben unter deiner Führung einzulassen. Amen. Freue dich schon jetzt auf den dritten und letzten Teil von Beziehung oder Gehorsam, wenn es nächste Woche wieder heißt Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Danke, dass du heute zugehört hast. Lass mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Dafür kannst du die Kommentarfunktion auf Instagram oder das Kontaktformular auf meiner Homepage nutzen, www.anjabielenberg.de. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.